In diesem Video geht es um Spuren, Zeichen, Kritzel. Ich möchte euch zeigen, wie Cy Twombly seine Bilder gemalt hat. Cy Twombly ist ein sehr gebildeter amerikanischer Künstler gewesen, der lange Jahre in Italien gelebt hat und bekannt geworden ist durch seine Kritzelbilder. Und du wirst dich wundern, was ist denn daran jetzt eigentlich Kunst? Diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten, aber ich möchte mich heute einfühlen in seine Formensprache. Ich bin zurückgegangen zu den Kritzelzeichnungen, die kleine Kinder machen zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr und habe entdeckt, dass diese Kritzelspuren etwas sehr, sehr Ursprüngliches sind von unserer Entwicklung, dass sie praktisch am Anfang stehen von unserer Welterfahrung. Bevor wir in der Lage sind, etwas zeichnerisch abzubilden, lassen wir nämlich unseren Körper sprechen und lassen uns durch unsere Emotionen leiten, Spuren zu hinterlassen. Und das ist auch die Grundlage der informellen Malerei. Ich möchte dir gleich ein paar Bilder zeigen als Beispiel, wie viele Künstler diese abstrakte Formensprache der Linie und des Kritzelns, des Klecksens, der Geste in ihrem Werk haben. Und ich möchte auf meiner Bildfläche hier das Bild Ferragosto 4 von Cy Twombly ein bisschen nachempfinden. Auch Beltracchi könnte dieses Werk nicht kopieren, denn sobald eine Spur, eine originelle Spur vorhanden ist im Werk, also eine nicht kontrollierte Spur, hat ein Fälscher es ganz schwer, das nachzumachen, weil diese Spur ist einzigartig. Was wir aber machen können, wir können sie nachempfinden. Und dieses Nachempfinden kann ich dir sehr, sehr empfehlen bei Werken, die dich irgendwie ansprechen. Du wirst sie nicht kopieren können, aber du wirst im Nachempfinden der Geste des Malers, wirst du erstaunliche Entdeckungen machen. Und wirst vielleicht etwas von dieser Formensprache in dein eigenes Werk mit einbeziehen. Wir können einander sowieso nicht kopieren, aber wir können immer wahnsinnig viel voneinander lernen, indem wir ein Werk eines Künstlers, den wir bewundern oder der uns interessiert, nachempfinden. Übrigens geht das auch sehr, sehr gut für Kunstwerke, die uns vielleicht sogar erstmal gar nicht gefallen und die uns fremd sind. Also ich zeige dir erstmal das Sortiment an Stiften. Ich habe mich ein bisschen an die Farbpalette von Cy Twombly's Bild gehalten. Das besteht aus Rottönen und ein ganz kleines bisschen anderen Farben. Ich habe eine Bildfläche, eine alte Leinwand mit Papier überzogen, um diesen etwas cremefarbenen Untergrund herzustellen. Daran könnte ich natürlich jetzt auch noch weiter arbeiten. Und jetzt geht es aber erstmal ums Kritzeln. Also das ist irgendwie ein seltsames Gefühl, weil wenn ich jetzt kritzel, dann zeige ich ja keine Technik, sondern ich bewege mich ja auch instinkthaft. Und gleichzeitig bin ich vor der Kamera. Das ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl. Also ich beginne einfach mit dem Bleistift. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht zu viel, dass man sich einfach gehen lässt, ja. Und dass man sich nicht wiederholt, dass man auch das Wollen irgendwie ein bisschen aufgibt. Also, dass man nicht versucht, irgendwas zu erzwingen. Was mir dann auffällt, ist, es braucht auch eine gewisse Energie, um bestimmte Zeichen zu machen. Ich kann nicht die ganze Zeit so die gleiche Bewegung machen. Ich muss mich auch mal anders bewegen. Das erfordert wirklich wie auch eine bewusste Entscheidung. Ja? Wenn ich immer nur diese gewohnheitsmäßigen Bewegungen mache, dieses Hoch und Runter zum Beispiel, dann ist es wichtig, dass ich was anderes zwischendurch mache. Die Geste ist immer irgendwie aufgeladen mit einer Emotion, mit einer Empfindung. Das muss nicht unbedingt eine aggressive Geste sein oder eine vehemente Geste. Das kann auch eine leichte sein, ja. Aber es ist eigentlich immer gesteuert von einer
Empfindung, von einer Körperempfindung. Es ist ja keine Technik, ja, die hier abgespult wird, weil es irgendwie schön dekorativ aussieht. Das Dekorative, das machen wir Epigonen dann daraus, wenn wir das kopieren. Also wenn wir kopieren und malen wollen wie Cy Twombly, weil es irgendwie schick aussieht in unserer Wohnung, dann sind wir im Dekorativen. Aber in der ursprünglichen Geste, wenn der Künstler alleine ohne irgendeine ein Publikum vor seiner Leinwand steht und versucht, seinem Impulsen zu folgen, dann ist er irgendwie wie nackt. Dann hat er kein Sicherheitsseil. Ja? Dann malt er und lässt sich dabei von seinen Empfindungen führen. Und das kann ich natürlich so vor der Kamera, bin ich natürlich nicht allein. Ich bin ja irgendwie in einem Zeigemodus hier. Deswegen ist das natürlich irgendwie fake, wenn ich das jetzt hier mache. Aber ich merke schon, während ich dir darüber erzähle, was ich jetzt hier gerade mache, dass es auch darum geht, unterschiedliche Bereiche zu schaffen. Also, dass ich nicht alles mit der gleichen Geste erfülle, sondern dass ich versuche, Zonen zu schaffen, die sich verdichten, wo sich was verdichtet. Ich versuche auch vielleicht mal mit der anderen Hand zu zeichnen. Es gibt offene Formen zum Beispiel, die raumgreifend sind, und es gibt dann Formen, die eher so verdichtet sind, die eigentlich zu Flächen werden. Ja? Ich erzählte schon in der Einführung, dass es unterschiedliche Kritzelarten gibt, also diesen Schwungkritzel und dann diesen Hiebkritzel. Das ist wirklich ein Fachausdruck, um Kinderzeichnung zu beschreiben. Also das sind jetzt eher Hiebe, die natürlich eine ganz andere Ladung haben. Und das Wiederholen einer Geste erzeugt auch eine Lust, ja, also die Lust, eine Spur zu hinterlassen und dabei etwas, einen Raum zu betreten, einen Raum zu gestalten. Das, was Cy Twombly bewegt hat, das kann man sicherlich nachlesen in unzähligen Büchern. Ich habe das nicht getan. Ich weiß, dass er inspiriert war von der griechischen Mythologie. Aber was ihn genau bewegt hat und wie er da hingekommen ist, das kann ich dir in diesem kurzen Video nicht vermitteln. Ich gehe jetzt seiner Formensprache nach und merke, dass aus diesen unterschiedlichen Qualitäten von Linien, ja, Intensitäten ins Bild kommen. Ich habe jetzt unterschiedliche Stifte. Dies hier, das letzte war jetzt einfach ein Oilstick. Der macht natürlich jetzt hier so ein schönes Rot. Dann beobachte ich zum Beispiel in seinem Bild, dass es Zonen gibt oder Bereiche gibt, wo plötzlich irgendwas ganz Geordnetes auftaucht, ja, wie so ein Balken hier, wie so zwei Balken, die übereinander stehen. Das ist jetzt eine richtig geordnete Stelle, die auffällt, im Gegensatz zu diesen anderen Bereichen. Aber all das entsteht nicht aus Kalkül. Wenn du dir das Werk von Cy Twombly anguckst, dann siehst du, dass diese Formensprache ihn über Jahrzehnte beschäftigt hat. Das heißt, es ist nicht einfach irgendwie ein Gimmick oder irgendein Trick oder irgendwie eine technische Erfindung. Ja? Ich denke, dass er sich am Anfang auch überwinden musste, diese Art von Kunst wirklich so ernst zu nehmen und dem eine Bedeutung zu geben. Also das ist immer so, wenn du deine eigene Formensprache findest, dann fühlt sich das erstmal irgendwie neu an. Weil das ist etwas, was du eben nur du machen kannst. In dem oberen Teil des Bildes, was ich mir jetzt angucke, also Ferragosto 4 ist meine Grundlage hier. Und natürlich nehme ich die ganzen Zeichen auf jetzt und kopiere sie. Ich bin jetzt nicht in dem Modus des Selberschaffens. Ich bin in dem Modus des Nachvollziehens. Ich sehe einfach, wenn ich das nachvollziehe,
wie viel Richtungswechsel es gibt auf so einer Fläche. Ich sehe, dass er immer wieder Abwechslung schafft zwischen den unterschiedlichen Stricharten. Also das Prinzip Variation ist auf jeden Fall hier sehr, sehr, sehr spürbar. Ich kann an dieser Vorlage zum Beispiel jetzt nicht sehen, ob Cy Twombly auch noch mal mit Farbe reingegangen ist in sein Bild. Ich kann auch nicht sagen, welche Stifte er genau genommen hat. Ich habe das gerne, wenn die Spuren so ein bisschen begraben werden und dann so ein bisschen durchschimmern. Aber in dem Bild Ferragosto 4 sehe ich diesen Prozess jetzt nicht, aber das ist jetzt ja auch egal. Also es gibt auch Formwiederholungen, wie so eine Art Steigerung hier von diesen Formen, von diesen roten Formen. Also es hat schon auch etwas wie einen Bildaufbau, der hier so sich so bewegt. Das Tempo provoziert andere Zeichen. Also wenn du langsam zeichnest, dann kommt was anderes rüber, als wenn du ganz schnell und auch so ein bisschen angespannt zeichnest. Das alles ist, du bist im Grunde genommen wie so ein, dein Körper ist wie so ein Resonanzraum, ja, und deine Empfindungen, die lässt du praktisch dann durch deine Hand einfach aufs Bild. Ja, du siehst, es fällt mir sehr, sehr schwer während des Zeichnens, während ich in diesem Modus bin, überhaupt irgendwas zu sagen, weil man kommt einfach auch in einen anderen Zustand rein. Also das ist eine richtige Herausforderung, dieses Bild hier zu bearbeiten und währenddessen auch noch irgendwas halbwegs Vernünftiges dazu zu sagen. Ich entdecke, dass manche Stifte sich sehr schön verschmieren lassen. Ich entdecke Farbkontraste, die mir irgendwie gefallen. Ah, das ist auch eine Entdeckung. Ich kann mit beiden Händen zeichnen. Cy Twombly hat ja auch lange mit dem Motiv der Blume gearbeitet. Also er hat Blumen als Inspirationsquelle genommen. Aber seine Blumen sind natürlich nicht die netten Wohnzimmerblumen, sondern es sind eigentlich ja auch gestische Explosionen. Und daran erinnert mich das jetzt hier unten ein bisschen, wenn ich dieses Rot male. Vielleicht hat er das auch als Inspiration, eine vage Inspiration von etwas Floralem. Ich kann es euch nicht sagen. Jetzt muss ich mich um diese Zone hier noch mehr kümmern, weil in dieser Zone ist sehr viel mehr Verdichtung, als ich es jetzt habe. Hier ist zum Beispiel hier oben eine von diesen geschlossenen Formen. In der Kindheitsentwicklung gibt es einen Moment, wo das Kritzelknäuel, das offene Knäuel, zu einer geschlossenen Form wird. Und diese Form in seinem Bild, die erinnert mich daran, dass das jetzt eigentlich die erste wirklich geschlossene Form ist. Und die hat ja hier oben im Bild eine Position, wie als würde es eine Sonne sein oder ja, irgendein Himmelskörper. Normalerweise malen wir in der Kindheit hier oben unsere Sonne, ja, das erste Mal hier oben in die Ecke. Keine Ahnung, ob er das beabsichtigt hat. Das fällt mir jetzt einfach nur auf, dass diese Form eine anders ist als diese anderen Formen. Diese hier ist auch schon ziemlich flächig hier unten. Die hat auch so eine Richtung. Also ich muss mich entschuldigen, dass ich so abgehackt rede. Das liegt einfach daran, malen und gestisch zeichnen ist wirklich, also reden und gestisch zeichnen ist wirklich ein bisschen schwierig fürs Gehirn. Also es hat extrem viel Komplexität, dieses Bild. Man möchte das nicht meinen, aber wenn man es nachvollzieht, dann wird einem klar, da ist ja eine ganze Menge drin an Ereignissen. Ja, dieses Rosa stimmt natürlich überhaupt nicht. Also er hat eher diese warmen Rottöne. Beim Nachvollziehen, also beim Nachmachen, entdecke ich Formen,
Wiederholungen, die ich vorher nicht gesehen habe. Also hier gibt es auch noch so einen Kreis und hier gibt es auch noch so einen Kreis. Und das sind eigentlich die Prinzipien von der Bildgestaltung, mit denen wir alle umgehen, egal ob wir gegenständlich malen oder ob wir abstrakt malen. Das sind eigentlich die Prinzipien des Design: Wiederholung, Variation, Hierarchie und so weiter, die uns helfen, unseren Bildraum zu gestalten. Wenn du in diesem Modus malst, dann wirst du auch sehen, dass es total schwer ist, dich genau an die Vorlage zu halten, weil dein Instinkt, deine instinkthafte Bewegung, die nimmt irgendwann Überhand. Also so soll es ja eigentlich auch sein. Also du kannst irgendwann nicht umhin, deinen eigenen Impulsen wirklich zu folgen, während du in diesem Nachvollzug bist von diesem Kunstwerk. Jede bildnerische Form kann zum Ausdrucksträger werden, egal ob es ein Kritzelknäuel ist, eine Fläche, ein Fleck, eine Linie, alles. Es liegt einfach an deiner Sensibilität, also an deiner Empfindung, welches Ausdrucksmittel dir am nächsten liegt. Diesen Farbton, den habe ich noch irgendwie vermisst. Das ist so ein Gelb-Grün, weil es ist tatsächlich auch so, dass es farblich wirklich sehr elegant ist. Also es hat diese ganzen Rottöne und dann hat es ein ganz kleines bisschen von einem Hauch von Grün da drin, diese goldige Farbe. Also die Palette ist eigentlich eine andere.